Oi, da was geht ab, Leute? Team Old hier. Heute aus dem Funtainment München. Deinem speziellen Structure Deck, dem neuen Pendulum. Master of Pendulum Structure Deck. Hab ja vor ein paar Tagen ein Review dazu gemacht. Und heute haben wir hier ja, das Starter Deck schon mal für euch. Genau, heute ist der Erstverkaufstag von dem Starter Deck hier. Ich werde auch in dem Video gleich hier mal das aufmachen und zeigen euch, was da alles drin ist. Wie die Karten auch schon, was alles Holo ist, was nicht Holo ist. Weil in alten Video, also in Hongs Video sieht man ja nicht, dass das alles Holo ist. Deswegen ist schon sehr interessant, was da alles drin ist. Ansonsten haben wir hier auch heute und morgen und übermorgen ein Structure Deck Turnier, also am 3., 4. und 5. Und am Samstag ist bei uns auch ein Regionals Turnier, da könnt ihr auch mitmachen. Und falls ihr dort dann verkackt, könnt ihr als Side-Event immer noch dieses Structure Deck Turnier mitspielen. Und dann als der Gewinner eine spezielle Matte. Aber das ist ein Geheimnis, kommt her und dann wird es schon erfahren, was oder werden sehen, was es für eine Matte zu gewinnen gibt. Ansonsten zeige ich euch jetzt, was drin ist. Machen wir auf. Also hinten sieht man halt die ganzen Karten, was alles drin ist, aber man weiß nicht, wie oft dann drin ist. Ich glaube, es ist sowieso immer alles nur einmal drinnen. Sieht man, an der Seite ist Master of Pendulum, vorne ist das Logo, Yu-Gi-Oh! Ansonsten ist es hier aus Pappe. Also ein sehr gutes Geschenk für Weihnachten, für alle Kinder. Sehr gut. Machen wir mal auf. Ich will mal was ausprobieren. So. So, bleibt nicht lange. So, Inhalt. Hier haben wir schon mal ein Poster, glaube ich, ist das, oder? Das ist eine Unterlage, Mann. Ah ja, eine Spielunterlage. Hey, so kann man das auch. Das war nicht nur Monster. Unterlage, Master of Pendulum. Sieht schon mal geil aus. Also die Monster schauen echt gut aus. Hier, das gefällt mir. Rückseite ist nochmal eine kleine Spielanleitung, wie ihr überhaupt das Deck spielen könnt. Sogar mit Kombos. Sogar mit Kombos, ja. Und dann noch, wie ihr das Deck noch verbessern könnt, mit welchen Editionen und Boostern. Echt nicht schlecht für Anfänger. Echt gut für Anfänger. Dann haben wir auch hier eine Spielanleitung. Keine Test, wie ihr nicht wisst, wie die ganzen Regeln funktionieren, steht alles nochmal drin, wie ihr pendelt, was Set ist, was Angriff ist, was Fallen, Zauberkarten ist. Alles ist, steht drinnen. Du bist ein Miststück, aber gleich hol ihn mir so. Perfekt für Anfänger gedacht. Ja. Haben wir hier das Kartenset. Jetzt gucken wir mal, was drin ist. Ich dachte, du kannst nur Schlechter. Okay, das ist kein Problem. Das ist ja gar kein Magier. Jetzt hätte man direkt nur gehabt. Der hat doch schon wohl noch die Vergehen. So, dann sehen wir schon mal die erste Karte. Buntäugiger Meteor. Meteoreinschlagsdrache, der ist schon mal ein Ultra. Synchro 2.5, sehr gut. Dann haben wir einen Exit-Monster hier, ein Ultra Rare. Ansonsten sehen wir hier Edeldrachen Magier, Super Rare. Schaut schon mal sehr stark aus. Sichere Zone auf ihn. Und der nächste Magier auch in Super Rare und noch ein Magier in noch einen Super Rare. Der ist auch gut, die zwei sind gut. Also lohnt sich schon mal hier so einen Starter zu kaufen, wenn, wenn der Hong sagt, die zwei sind gut. Ansonsten haben wir hier noch mehr Karten. Ich zeige euch jetzt mal alles, was drin ist. Die hier braucht man sowieso, glaube ich, für das Pendeldeck immer. Die ist eine sehr gute Karte hier. Die braucht man also den nächsten Performer. Dann haben wir hier alles Kamen. Der Rest ist, glaube ich, alles Kamen. Chaos Hunter ist eine sehr gute Reprint-Karte, braucht man öfters. Ansonsten die anderen hier kennt man schon, die hatte man schon. Hier auch noch Kamen. Erbellum war früher eine sehr gute Karte. Utopische Zukunft, Attacke auf Nummer 39. Pendel, Zauberkarten. Ich glaube, die können was, aber ich habe es noch nicht durchgelesen. Aber in Hongs Video könnt ihr nochmal alles sehen.
Die ist in Kamen rausgekommen. Sehr gut. Space kann man immer gebrauchen. Landformer ist auch eigentlich relativ interessant. Dann hier sehen wir noch die Qualenkarten. Nightmare ist glaube ich sehr gut. Die und wir haben eine Fusionskarte, die ist Kamen gekommen. Also wir haben in dem Video hier zwei Ultra Rares drin, also im Starter, zwei Ultra Rares, drei Super Rares und der Rest ist so, alles Kampf. Also ich bin, wir werden jetzt heute noch das Turnier mitspielen und dann schauen wir mal, wie das Deck läuft, ob es gut ist oder nicht gut ist, welche Kombos es gab. Wir werden ein paar Leute vielleicht noch interviewen und fragen, wie die es gespielt haben. Aber schauen wir mal, wer alles Zeit hat für uns von unserem Team. Hast du noch welche Worte zu sagen? Auf jeden Fall, cooles Turnier, schaut vorbei, Infotainment. Genau. Macht Spaß, man kann das Deck besser kennenlernen, die neuen Karten, die werden auf jeden Fall krass, Meta. Ansonsten danke an Infotainment München. Ansonsten, ich bin auf jeden Fall am Samstag hier Regionals dabei. Falls ihr kommen wollt, könnt ihr uns auch kennenlernen und vielleicht ein paar mit uns ein paar Bilder machen. Danke euch, wir sehen uns. Peace. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.